Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen, an dieser Stelle, dieses... Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ulia-Brett oder so ähnlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir hier eine entsprechende Anzahl von Ziffern eingeben. In dem Fall wären das wohl 9. So. 6 Ziffern haben wir anhand dieses Schreibens hier schon bekommen. Nochmal kurz hier. Also 363, 853. Aber da fehlt halt ein Teil. Ne? Genau dieser Fetzen, der fehlt uns. Ich denke, dass das dann die letzten 3 Ziffern sein sollten. Jetzt machen wir das nochmal hier. 3, 6, 3. Das habe ich schon wieder vergessen, Alter. Wie peinlich. 5, 8, 3. Achso. Das verschwindet dann wieder. Ich meine, das Ding ist nicht unbedingt das modernste Mittel zum Schreiben oder was auch immer. Eine Speicherfunktion wird das Ding wahrscheinlich nicht haben. Steuerung C funktioniert auch nicht, habe ich getestet. Ne, ernsthaft? Ja gut. Hörst du auf? Gut. Dann müssen wir wohl doch erstmal da reingehen. Eventuell kriegt man da ja noch einen Hinweis. Weil hier ist nix. Na, die Schranktür geht nicht auf. Hier ist auch sonst nix. Ich hoffe nur nicht, dass uns das Rätsel jetzt halt dadurch entgeht, weil ich irgendwas übersehen habe, aber bevor ich jetzt hier ewig rumpimmle, dann gehe ich lieber weiter. Oh je, Tür ist zu, war ja klar. Ist hier irgendwas? Guck mal hier. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Okay. Ach so, Schrank. Dachte schon, wieso ist da noch eine Tür, ey? Gibt's doch gar nicht. Aber hier ist sonst nichts, ne? Bin ich ja mal gespannt, ob wir da nochmal rein dürfen. 363, 583. Ich versuche mir das einfach mal irgendwie zu merken, falls das Zettelchen nachher weg ist. Was? Geht das schon wieder los? 363 583. 363 583. Stellt das vielleicht den Maler selbst dar? Ah, der hatte doch nur ein Kind. Und die Frau war zwar tot, unglücklich, aber ob man das jetzt so wörtlich nehmen sollte, weiß ich nicht. Na gut, dann nehmen wir mal diese. Ich gehe mal davon aus, dass die ihr gehört hat. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you. In all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Okay, sie redet mit dieser Kette, oder? Nicht mit dem Mann. Wäre jetzt eigentlich eine gute Stelle gewesen, damit sie hinter mir steht und macht hier, keine Ahnung, Buh oder so. So nach dem Motto, guck mal, wie schön ich jetzt bin. Oh, wollte gerade sagen, was ist das denn bitte? Das scheint sowas wie ihr privates Zimmerchen gewesen zu sein. Mit so einem... Parfum? Hä?
fast erschreckend hell in dem Raum, ne? Ich da wirklich rein? Oh, scheiße. Ich werde es so bereuen. I finally figured it out. And it's all thanks to you. Kein Problem. You've showed me that there's no other way. Even now, your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Ist das ein Wort? Warte mal, das sind die ganzen Sachen, die ich irgendwann mal gesammelt habe, oder? Von ihr. Oh, diese Sprayer für de Parfum. Ah, oui. Ja klar, das sind ihre ganzen Utensilien. Ihre ganzen Utensilien, meine Fresse. Da hat sie aber eine andere Kette an, falls sie das wirklich sein sollte. Also, wir werden nicht mehr miteinander sprechen. Dann hoffe ich, dass du dich auch nicht mehr blicken lässt hier. Was jetzt? Also ich finde es hier wirklich... Wieso steht da eine Lampe auf dem Rollstuhl? Was zum Henker? Ich meine, ich kenne Essen auf Rädern, aber Lampe auf Rädern? Bart, Murillo... Ah ja, okay, von mir aus. Lateinisch, glaube ich, kann ich nicht. Wobei das eher italienisch war, wie ich es ausgesprochen habe. Sind das die ganzen Bilder, die ich... Ja klar, das sind die Bilder, die ich im Verlauf des Spiels überall gesehen habe. Die Frage ist... Nee, das sind bloß so komische Krakeleien drauf, ne? So Insignien, Letter, whatever. Ja, wie, das war's. Ich hätte jetzt hier mit absoluten Zerstörung gerechnet, weil der Raum ja eigentlich viel zu hell ist für das Spiel. Ja, da haben wir dann wohl die absolute Zerstörung. Warte mal, wer hat das Ding umgeworfen? Hey. Gut, das wird wohl auch so ein Thema sein. Wir werden es nie erfahren. Wir gehen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Aber wie gesagt, da haben wir unsere absolute Zerstörung. Guck mal, die Kerzen, ey, total komisch. Abstrakt. Das bewegt sich. Guck mal, ein Texturglitch. Ja gut, genug. Da flüstert schon wieder, ganz toll. Was haben wir hier? Ach, ein Hänger, alles klar. Aber es ist zumindest mal nicht gecrashed. Ungezieferwuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank. Oh Gott, die Geräusche. Okay. Ist das jetzt hier in dem Raum oder? Direkt im nächsten Raum. Ja. Ist das eine Badewanne voller Blut oder was? Da ist ein Messer. Das soll man anklicken. Guck mal, hier sieht man einigermaßen seine... Mensch, du bist aber echt ein grimmiger Bursche, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, uns den mal kurz ein bisschen besser anzuschauen, weil der Spiegel am Anfang war nicht so gut. Gut, dann checken wir erstmal dieses Badezimmer durch. Ja, also so viel Anstand muss sein. Aber so viel zu unserem Zahlenrätsel, ne? Ich glaube, das ist dahin. Okay, Spülung ist kaputt. Die Frage ist, was klicke ich jetzt zuerst an? Die Badewanne oder das Dings da? Das Dings da. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No.
No, 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 no. What have you done? No! Was? Ja, was hat sie gemacht? Selbstverstümmelung oder was? Hat sich zumindest so angehört. Würde auch das Blut erklären. Das ist gar kein Blut. Das sah nur so aus. Hä? Was? Was war das denn jetzt? Ach so, vielleicht muss ich die Taste gedrückt lassen. Testen wir nochmal. Tatsächlich. Warte, das ist das Haus. Oh nee, die schon wieder. Ist das dein Ernst? Oh, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Oh nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, okay. Was genau war das jetzt? Andere Frage, wie komme ich hier wieder weg? Ah, so. Kann ich jetzt wieder raus? Tja, scheinbar habe ich es nicht richtig gemacht. Habe ich jetzt vor Schreck losgelassen, oder was? Ich weiß nicht, beim besten Willen nicht, wie das funktionieren soll. Kann man hier noch einen Hahn aufdrehen oder so? Das muss halt nochmal machen. Die Mechanik verstehe ich nicht ganz. Ach doch. War doch richtig. Das ist jetzt einfach ein anderer Bereich vom Haus. Aber wieso will er sich hier ertränken? Was ist los mit dir? Oh je. Oh Gott. Ich will hoffen, dass da nichts hinter uns ist im Raum. Ich weiß, das zieht's nur hinaus, aber... Ich will ja auf Nummer sicher gehen. Ich darf immer noch nicht raus. Meine Güte, ey. Gut, wir tauchen, Captain. Oh je. Der Puppengang. Warte mal. Was ist das denn? Jetzt haben wir wohl einen Fortschritt. Jetzt sah es kurzzeitig so aus, als hätten wir das ganze Haus unter Wasser stehen. Also auch außerhalb der Wanne. Ich hab's gewusst. Man kann es nicht richtig erkennen, weil dieses blöde Dings davor ist zum Anklicken, aber ich wusste es einfach. Ein Auge. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ja. Das war das Auge. Nein. Oh, ich dachte, ich wäre durch. Was ist das denn jetzt wieder? Was das hier? Mühle, Dame, ey. Wie gesagt, ich bin schlecht in den Spielen, aber ich glaube, es ist Dame. Die Frage ist, was soll ich hier?
Kann ich da überhaupt irgendwas anklicken? Nee, kann ich nicht. Ist wieder ein Stein, der vielleicht ein bisschen funkelt, wie beim letzten Mal, dass ich den aufheben muss. Da ist er. Oh, sag nicht, es gibt noch mehr. Ist natürlich sehr von Vorteil, dass man hier fast nichts sieht, ne? Ich sehe einfach gar nichts. Da liegt noch einer. Oh! Hört ihr das? Alter, was ist das? Ich glaube nicht, dass wir uns hier zu einem gemütlichen Spiel am Abendtisch... Oh, ja. Das Auge fehlt. Jetzt? Hallo? Oh, warte! Oh je. Hier geht's ja weiter. Das Kinderzimmer. Okay. Da war die Ratte wieder. Was genau mache ich hier eigentlich? Wo sind die das Dings, was hier immer rumfährt? War doch gerade noch... Ach da! Scheint mich zu ignorieren. Ja, was mache ich jetzt hier? Licht aus, Licht an. Vielleicht in der Schublade. Nee. Die geht auch nicht weiter auf. Was möchtest du von mir? Kleiner Tipp wäre echt gut. Ah, hier ist was. Darf ich erst gucken, was ich da aufsammle? Man hebt ja nicht jeden Dreck auf, oder? Ah, noch ein Stein. Okay, jetzt kommt dieses komische Flüstern wieder. Okay. Aha. Ach, jetzt ist hier auf. Guck mal, da geht jedes Mal geht wieder ein Raum auf. Auf Wiedersehen. Schicke Mucke hast du da laufen, Alter. Ohne Scheiß. Unser allseits geliebtes Grammophon. Hä? Was ist das hier? Das sind ja wieder diese ganzen Bürsten und Kosmetikartikel von der Frau, oder was?
Okay. Aber das scheint ja so ein fortlaufendes Spielchen zu sein. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den Stein finde. Der schwebt auch. Ah! Oh shit. Das habe ich jetzt wieder kaputt gemacht. Na, ich habe jedenfalls den Stein, okay? Oh Gott, nein. Das Herz schon wieder. Soll ich da wirklich hin? Ja, gut. Aha, ich will hier raus. Was soll uns das sagen? Ich rätsel gerade die ganze Zeit drüber. Oh, jetzt geht's hier weiter. Was, Musik aus der Dusche? Oder aus der Badewanne? So klingt's fast. Ja gut. Da ist ein Stein. Aber warte, bevor ich den angrable, bevor wieder irgendwas Verrücktes passiert. Gehst du zu? Jetzt. Gucke ich natürlich vorher noch, ob wir nicht irgendwo noch was anderes finden. Klospülung ist immer noch kaputt. Wunderbar. Hä? Der ist verschwunden, der Ball. Oh, weia. Okay. Aber eigentlich will ich nicht da hochgehen, wenn ich ehrlich bin. Ach komm, wir grabbeln das Ding einfach an, wenn wir es schon mal gefunden haben. Mein, hey, was soll schon schief gehen? Meine ich das bloß oder sehen die Splitter oder diese Risse aus wie die Umrisse von einer Frau? Oh, scheiße. Aber ich merke gerade, ein Stein reicht wohl dieses Mal gar nicht aus. Gehen wir mal hier hoch. Da liegt noch einer. Okay. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir wieder zum Brett. Oh, was ist das? Hör auf! Bringen wir schnell hinter uns. Okay. Und jetzt? Warte, jetzt muss ich schon langsam echt mal die Orientierung finden, wo wir denn überall schon waren. Ich gehe einfach nochmal überall hin. Schaden kann es nicht. Nee, das, da waren wir ganz am Anfang. Okay. So. Oh, hört doch auf. So. Oh, bringt mich noch voll in so aus der Fassung, ey. Ohne Scheiß. Also hier, Anfang. Dann waren wir im Kinderzimmer, das jetzt irgendwie gar nicht mehr da ist. Okay. Dann waren wir hier. Küche waren wir noch nicht. Da scheint es ohnehin nicht weiter zu gehen. Ach so, das Kinderzimmer. Ah, Kerzen anzünden. Okay, cool. Ich glaube, dass das Kinderzimmer eigentlich hier war, ne? Das ist jetzt schon in sich zusammengefallen, mehr oder weniger. Zumindest sind hier die Spielsachen noch. Okay, halt, was? Blödsinn habe ich gesagt. Da war er schon. Warum laufe ich dann nochmal hin? Was macht das Spiel nur aus mir, ey? Gehen wir in die Küche. Immer dran denken, wir haben nicht genügend Äpfel. Hm, Spielzeughäuschen in Kochtöpfen, auch nicht schlecht. Naja, wenn's schmeckt. Okay, jetzt habe ich so ein... Ah! Ein Gewicht für die Waage war das, genau. Die Waage haben wir ja auch schon gesehen.
Die steht nämlich hier. Ich würde mich aber ganz gerne noch schnell umschauen, bevor ich weitermache. Okay, da ist ein Bild drin, auch nicht schlecht. Aha. Okay, also da kommen wir nicht weiter. Gut, jetzt haben wir das Gewicht für die Waage. Aber ich wage zu bezweifeln, dass da was Schönes bei rauskommt. Kleines Wortspiel, hä? Wo zum Henker kommen die ganzen Steine her? Schnauze!